Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ja, gestern ein Video gemacht, Odin war shoppen, die PC-Teile, also die 4K-Karte und so was alles. Ja, ich habe gedacht, das kommt erst nächste Woche, jetzt ist das von Mindfactory heute schon da. Ich wollte das eigentlich alles in ein Video machen, aber da sind mir geschrieben, nächste Woche, am 20. wird es verschickt. Und jetzt schon da, ja, habe ich gedacht, machst du das andere Video und jetzt kam es doch schon, okay. Da ist noch ein großes Paket, das werden wir auch gleich aufmachen. Oder das werde ich euch nur zeigen, da mache ich ein separates Video zu. Ich habe auch schon meinen PC hergeholt. So, was haben wir hier? 10 Euro Gutschein. Ich habe mir einmal die LED-Stripes geholt von Pantex. Weil die haben das Gute. Die haben hier so Adapter mit bei und die sind ausgelegt für Aura von Asus. Dann steht normal RGB und MSI Mystic Light System. Das heißt, ich kann die direkt an, ohne Fernbedienung, ohne Strom, ohne irgendeinen Scheiß. Ich hau die einfach direkt. Ne, Strom kommt wahrscheinlich doch ran, weiß ich jetzt nicht. Aber eigentlich müsste es klappen, dass ich die direkt an das Board klatsche und dann funktioniert das. Ich will eins oben und eins unten machen oder eins oben, eins an der Seite. Die haben auch Magnete, man muss die nicht festkleben. Man muss nicht Angst haben, dass man sich den PC damit einsaut oder sonst irgendwas dergleichen. So. Und eine Halterung für meinen Monitor. Der war gerade am Angebot von Digitus, auch bei Mindfactory. Der hält 30 Kilo aus und ist für Monitore bis 107 cm, sprich 42 Zoll. Steht hier. Aber sind nicht 107 cm 49 Zoll? Nee, Quatsch, das waren mehr, wa? Keine Ahnung. Ja. Den haben wir neu gekauft. Den werden wir nachher an der Wand bauen. Beziehungsweise ich und meine Frau. Das werde ich aber nicht filmen, weil ich muss da vorher den PC erstmal freiräumen und alle drum und dran. Und dann habe ich hier noch was. So. Schon wieder ein Samsung Curve TV. Ja, ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, ich schwöre auf Curve. Also wenn man lange auf Monitore guckt oder Fernseher, habe ich festgestellt, Curve ist einfach so angenehm für die Augen und die Augen tun nicht so schnell wie und so. Und wer viel am PC oder am Fernsehen macht, Curve. Und da habe ich mir jetzt ein, hier steht zwar 32 Zoll, ist aber eigentlich nur, achso, das seht ihr jetzt gerade nicht. Da steht 32 Zoll und klein daneben steht unten 80,1 cm und oben drüber steht 31,5 Zoll. Es ist halt von der Länge eigentlich in 32 Zoll. Dadurch, dass der gebogen ist, geht ein bisschen verloren. Dadurch ist es ein 31,5. Wenn man die tatsächliche Breite nimmt, die man so vor sich hat. Wenn man aber die komplette Breite vom Monitor nimmt und den Bogen mitberechnet, dann ist es ein 32 Zoll. Das ist der, wo steht denn das hier irgendwo? Auch nur 1080p. Easy, blablabla, Classic auf 1800R, immer Gaming, blablabla. Ja, hier unten steht's. Fett. Toll, habe ich nicht gesehen. CF391, den Link klatsche ich euch natürlich in die Beschreibung. Kommen alle Links runter, Amazon, Mindfactory und was weiß ich. So, ja, dann würde ich sagen, dann mache ich gleich mal ein Video, wie ich den auspacke. Und dann müssen wir den noch hinstellen. Oder ich mache erst die LED-Lights. Das weiß ich noch nicht. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.